Hallo, ich möchte euch an dieser Stelle einfach mal kurz ein kleines Stückchen auf meinem Weg mitnehmen und ich möchte einfach an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, ein Video zu machen zu einer Idee, die ich letzte Nacht hatte, kam irgendwie rein in meinen Kopf und ich dachte, oh, das ist aber eine schöne Idee. Wie wäre es, wenn wir die nicht sterben lassen? Und ich habe schon heute Morgen einen Blogartikel dazu. Also ich habe einfach meine Gedanken zu dieser Idee in einen Blogartikel gepackt auf der Floatology-Seite. Das werde ich gerne gleich verlinken. Und ich möchte jeden einfach herzlich einladen, mal darüber nachzudenken, ob wir und wie wir es hinbekommen können, eine Einladung an alle Menschen in der Welt rauszujagen, mal nichts zu jagen, einfach mal rauszusenden, mal für ein Jahr, um die Tür zu machen, damit die Wildschweine hier drin bleiben. Boah, und jetzt dauert er da lang. Ich geh da. Mal ein Jahr lang Waffenruhe zu halten. Ein Jahr lang ein Friedensjahr einzulegen. Ein Jahr X. Ein Jahr, in dem wir mal was völlig anderes machen, als wir das bisher kennengelernt haben. Ein Jahr, in dem wir uns auf uns selbst konzentrieren und unsere eigenen Möglichkeiten, statt die ganze Zeit immer wieder vor den Türen anderer zu kehren. Ein Jahr, in dem wir gucken, was passiert, wenn wir uns statt auf unser eigenes Wohlbefinden oder unsere Befindlichkeiten halt auf das allgemeine Wohlbefinden mal achten, wo wir nicht in Konkurrenz und gegeneinander, sondern im Miteinander und Hand in Hand gucken, ob es nicht eventuell tatsächlich doch so ist, dass wir unsere Probleme in Ruhe selbst viel effektiver gelöst bekommen, als wenn wir uns bei der Problemlösung unserer Probleme auf Vorgaben von oben konzentrieren oder verlassen. Ein Jahr, in dem wir einfach mal ausprobieren können, wie es ist, wenn wir uns nicht gegenseitig das Leben zur Hölle machen. Ein Jahr, in dem es um Eigenverantwortung und Souveränität geht, bei jedem, wo wir uns ebenseitig helfen können, souverän zu werden und auf eigenen Beinen stehen zu können, ohne abhängig voneinander zu sein, vor allen Dingen persönlich abhängig von bestimmten Leuten. Ein Jahr, nachdem wir, wenn es uns dann nicht besser geht, ja gern wieder die Fresse einschlagen können. Gar kein Problem. Bin ich dann noch voll mit dabei. Wenn die Idee sich als Witz entpuppt, bin ich der Letzte, der bereit ist, das nicht zuzugeben. Beziehungsweise, was? Nee, andersrum. Bin ich der Letzte, der nicht bereit wäre, das zuzugeben. Aber ich würde es gerne wissen. Weil bisher haben wir ansonsten nur mit Spekulationen zu tun, weil wir haben es ja noch gar nicht ausprobiert. Wieso wäre es halt dann nicht einfach mal nützlich, es einfach mal auszuprobieren? Und wenn du wenn du der Idee was abgewinnen kannst, wenn du wie ich sagst, okay, das hört sich erstmal nach einer coolen Idee an. Das Ganze ist ausbaufähig. Es ist erstmal einfach eine Idee. Aber wenn wir es schaffen, diese Idee nicht sterben zu lassen, indem wir sie mit unserer Aufmerksamkeit füttern und
sie teilen und verbreiten und unsere eigenen Videos zum Thema machen. Das geht hier überhaupt nicht darum, dass das eine Aktion vom Bauchi ist oder sonst irgendwas. Das ist unser aller Aktion. Ich setze gerade nur den Impuls für ein Jahr X, dass wir mal einfach in einem Paralleluniversum leben, in dem sich die Menschheit tatsächlich erlaubt hat, es einfach mal zu tun. Egal, ob das erlaubt war oder nicht. Und dabei brauchen wir uns halt eben überhaupt gar nicht mehr gegen Obrigkeiten aufzulehnen oder zu stellen. Dann erfahren wir, was es wirklich heißt, ungehorsam, das ist einfach nur ein anderes Wort für frei, zu leben. Wie wir es hinbekommen, das zu tun, ohne dabei Schaden anzurichten. Und Angst brauchen wir dabei kaum zu haben, weil wie viel schlimmer als es ist, kann es schon noch werden. Also es kann noch schlimmer werden. Und das wollen wir eigentlich alle nicht erleben. Deswegen sollten wir uns überlegen, ob wir nicht langsam mal Eigeninitiative ergreifen und den Rest der Menschheitsfamilie tatsächlich einladen, mal für ein Jahr die Waffen zu senken und zu gucken, wie die Welt sich im Frieden anfühlt. Weil dann wissen wir es. Dann haben wir es mal ausprobiert. Und dann können wir uns ein Jahr später überlegen, ob wir zurück in dieses Hetz leben wollen. Wer möchte, kann es gern machen. Aber dann bitte einfach untereinander bleibend, hetzt untereinander. Aber lass die Leute bitte einfach raus und außen vor, die da keinen Bock drauf haben. Wir haben hier auch ein Recht zu leben. Ist auch unser Spielplatz hier. Denkt einfach mal drüber nach. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr irgendwas davon haltet. Und dann überlegt euch, was ihr machen könnt, um diese Idee nicht sterben zu lassen, sondern ihr eine Chance zu geben, uns eine Chance zu geben, uns ein solches Jahr zu bescheren.